Und damit hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Mirror's Edge Catalyst Let's Plays, wo wir gerade dabei sind, dass wir hier die Drohnen runtergeschubst haben und jetzt hier gerade den Ausgang, uns zum Ausgang begeben sollen, weil wir gerade ja für, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, arbeiten. Und das Gebiet absichern wollten, weil wir vor Krugersek flüchten mussten. Ist das der Typ von vorhin noch, der da an der Wand lehnt? Die Türen gefunden. Und verschwinde jetzt von hier. Danke, Faith. Ich wette, jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie sich wieder hier runterwagen. Mach dich auf den Rückweg. Wir bereiten eine neue Mission vor, an der du vermutlich teilhaben möchtest. Okay. Und was war, also sind die Konsole aufgemacht? Das war nicht der Plan. Wie kriege ich die wieder zu? Hallo, Konsole? Ich die Taste wüsste, mit der ich die Konsole aufbekommen habe. Ah ja, alles klar. So, Karte. Ja, es ist, wir sind einfach diesen kleinen Bereich hier unten momentan eingesperrt. Nach oben raus können wir noch nicht. Und, oh, jetzt hast du einen Rutschen. Ui, da muss ich noch hoch. Egal. Upsa. Komm, wir gehen nochmal fix zurück. Die 2 Minuten habe ich jetzt auch noch. Da mal kurz hochzugehen. Und was ich gerade gesehen habe, scheinen übrigens irgendwie die Lautstärken wohl minimal zu laut zu sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Dann wird's hier durch. Ja, das war der Plan. Da kann ich noch fix da oben einmal hin und da hinten einmal hin. Ach, das war gerade eben bei der ersten Erkundung noch nicht da. Ich war gerade schon verwundert, warum denn jetzt hier auf einmal so viele neue Sachen da sind. Und wir haben ein Level-Up dadurch sogar bekommen. Mensch, wie praktisch. Fokusschild plus oder schnell erweitertes Rutschen. Wir nehmen das erweiterte Rutschen. Da fehlt uns noch ein Level-Up, dann hätten wir das komplett hochgeskillt. So, zack. Ui. Ah. Oh, wir haben noch einen Chip. So, und für euch ist das die Heiligabendfolge. Das heißt, ich wünsche euch, falls ihr das hier seht und ihr an Weihnachten glaubt, eine besinnliche Weihnacht und viel Spaß bei dem, was auch immer ihr tut. Zu Heiligabend. Heiligabend macht ja im Normalfall immer jeder sein Ding. Ich mach das auch, also tut das auch. Und ja. Fertig. Obwohl, ne, eigentlich macht Heiligabend nicht jeder sein Ding. Normalerweise ist Heiligabend ja immer, bei den meisten Deutschen ist Heiligabend in Familie. Aber jeder, wie er möchte, demzufolge wünsche ich euch dabei viel Spaß. Wir starten die nächste Mission hier mit Rebecca sprechen. In diesem Gebiet. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Krugersec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Na gut. Wie ist der Plan? Krugersec wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meining. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Es liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Okay, für meinen Mac, genau. Mein Mac habe ich umarmt. Das ist die neueste Zukunftstechnologie. Wer hat, warum bitte schon einen Mac? Ah ja, alles klar. Ich kann es nicht anklicken. Mac Rope heranziehen. Das ist nicht das, was ich gerade aktiviert habe, sondern ich habe aktiviert... das hier. Störung. Nee, auch nicht. Das hier doch, Mac Rope heranziehen. Drücke E, um eine Ausnahme, um ein Objekt heranzuziehen. Die Greifhakenspitze kann Objekte greifen und ermöglicht es, Fade somit aus großer Entfernung heranzuziehen.
Okay, ach, damit können wir neue Wege freimachen. Da bin ich ja mal gespannt. Vermutlich werden wir das jetzt auch brauchen, sonst hätten wir es nicht bekommen. Und ja. Oh, da unten ist was, was ich haben will. Was ist das? Was ist das? Irgendein Dokument. Ja, wir finden halt immer irgendwas. Hier haben wir noch was. Alles klar, das war zwar nicht das Ziel. Aber okay, wir haben direkt mal beigebracht bekommen, dass wir damit einfach nur Objekte ranziehen, indem wir E drücken. Und damit haben wir nochmal neue Arten von Wegen freigeschaltet, wo wir lang können. Was dann langsam wirklich so komplex wird, dass ich zu euch sage, wir werden es niemals schaffen, die komplette Welt zu erkunden. Das ist ja quasi unmöglich. Bei dem, was hier alles passieren soll. Und ich finde es übrigens interessant, dass wir in so einem Krater von einem Gebäude eigentlich sind, aber das trotzdem relativ groß ist von dem, was hier gemacht wird. So, wie war La Resistance? Rebecca plant, Krugersek durch die Entführung einer hochrangigen Offizierin einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Die Zielperson ist dieselbe Frau, die du bereits bei Elysium und später auch während des Angriffs auf das Versteck gesehen hast, bei dem Noah getötet wurde. Icarus und du sollen bei der Entführung helfen, indem ihr die Fluchtrouten zum Versteck von Black November sichert. In dem Gebiet wurden weitere automatische Beobachtungsdrohnen installiert. Warum sind denn da Kommas? Die inzwischen aktiv sind. Wurden weitere automatische Geschütze, Beobachtungsdrohnen, installiert. Das müsste in Klammern, glaube ich. Ist egal. Fang damit an. Durchquere die Tunnel und triff dich mit Icarus. Um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Oh mein Gott. Bleibt außerhalb des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Ja, es ist die Frage, wo die Drohnen sind, wenn ich da außerhalb des Sichtradiuses bleiben soll. Aber wir laufen einfach mal da lang, wo das Spiel uns lang schickt. Normalerweise ist das immer eine gute Wahl. Speziell, wenn wir im Bereich Story sind. Wow. Gehe ich davon aus, dass das die sinnvollste Wahl ist, aber... Wie es aussieht, können wir uns an die Arbeit machen, Faith. Ich habe hier unsere ersten Beobachtungsdrohnen. Schalten wir sie aus. Aber das heißt... vorsichtig. Diese Dinger sind auf tödlichen Beschuss programmiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass das auch immer stimmt, aber meistens ist es soweit, dass es einigermaßen hilft. Verdammt, sie haben mich erfasst. Ich sitze hier fest. Sie erwischen mich nicht, aber ich kann ja auch nicht weg. Du musst sie deaktivieren. Jo, alles klar. Wir probieren unser Glück. Wie soll ich das denn jetzt hinbekommen? Dahin... Ich weiß halt gerade noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Vermutlich möchte das Spiel auch, dass ich das erstmal herausfinde. Ah ja, alles klar. Nein, es wird gerade ersichtlich. Wir sollen hier hoch. Eppala. Und jetzt... Was für beharrliche Bastarde. Die hören einfach nicht auf zu feuern. Pass auf, dass du nicht in ihr Schussfeld gerätst, Faith. Ja, ja. Hä? Wie genau soll ich da hoch? Das ist klar. Ach so. Ja. Okay. Mal zum Schluss richtig schön knapp vorbeigelaufen. Ah! Puh, ein Glück. So langsam ist es doch ein bisschen brenzlig geworden. Wir treffen uns unten. Alles klar. Ich fürchte, in dem Tempo schaffen wir das nicht. Wir könnten uns aufteilen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fehlschlag. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun, wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Hm, vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mache das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Faith, Icarus, wie ist die Lage? Eine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immerhin, Runner wird schnell. Legt einen Zahn zu. Sir, yes, Sir. Ich nehme Route B, du nimmst A. Wir schlagen schnell und hart zu. Oh, schnell und hart. Ja, ich weiß, generischer Witz über Sex. Ja. Meinen Informationen zufolge gibt es auf deiner Route zwei Steuerungsterminals, Faith. Das erste sollte auf deinem Beat markiert sein. Alter, wie soll ich denn das schaffen? Oi, oi, oi. An alle, hier ist Rebecca.
Das Ablenkungsmanöver ist bereit und das Zugriffsteam beinahe vor Ort. Heute zeigen wir den Familien, dass keiner von ihnen vor uns sicher ist. Heute geben wir denjenigen eine Stimme, die selbst keine besitzen. Ja, alles klar. Und mit dieser Kampfansage gehen wir gespannt in die nächste Folge. Ich bin selber gespannt, was passieren wird. Also, lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag mir zum Schluss, tschüss.